Hallo Herr Müller, hi. Wir sind hier vor Ihrem neuen Autoscooter. Ja. Was ist denn genau die Besonderheit daran? Ja, das sind die neuen Autos, die man ja sieht hier, alles total in LED-Beleuchtung, die neuesten Autos, die auf dem Markt sind. Total schnittig. Hast du das selber schon probiert? Ja. Sechsmal schon. Ja, und wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Kann es sein, dass das Gaspedal auf der anderen Seite ist? Ja, das ist eine Besonderheit. Und wieso? Weil das italienische Autos sind. Die können nur den Fußschalter auf die Seite bauen. Ja, relativ neu. Sieht es auf jeden Fall aus. Sehr, sehr interessant, würde ich da mal sagen. Also, es macht mir Spaß, hier zuzusehen, wie die Kinder hier Spaß haben und ja. Das wäre auch sehr schön, weil wir waren noch da drinnen gewesen und dann sind die ganze Zeit die Autos gegeneinander gefahren. Das war manchmal sehr deprimierend, aber das war sehr angenehm und sehr schön. Und findest du ihn besser als den alten? Ja. Ja, der ist ganz cool, aber zu langsam. Zu langsam? Also der Vollrege war schneller. Du musst noch schneller sein, ja klar. Also ich merke jetzt keinen Unterschied. Ja. Ich habe gerade gehört, er soll langsamer sein. Ja, ein bisschen vielleicht, aber nicht viel. Sind Sie heute schon Autoscooter gefahren? Heute noch nicht. Wollen Sie denn gleich mal fahren? Ich würde gerne fahren, wenn meine Enkelkinder da wären. Ja, dann kommen die? Ja, morgen erst. Ach so, und morgen wird dann gefahren? Dann wird gefahren. Ich bin beeindruckt von den schönen Lichtern. Ja, ja. Ja, das ist ja das Neue daran unter anderem. Ja, deswegen gucken wir uns das mal an hier. Das sieht toll aus. Ja, viel Spaß morgen. Ja. Wunderbar. Danke schön. Ich fahre eigentlich gar nicht so oft Autoscooter, also ich weiß gar nicht mehr, wie der alte war. Aber der war schneller, habe ich gehört. Der alte war schneller und das Gaspedal war auf der anderen Seite. Ja, aber ich bin da schon ganz schön schnell, also ja. Wie fandet ihr den Autoscooter denn? Gut. Gut. Und wie findet ihr den Kirmes? Gut. Gut. Und wie lange wollt ihr noch bleiben? 10 Jahre. 10 Jahre. Danke sehr. Jetzt hier, Beleuchtung. So, man sieht, wie das jetzt leuchtet, weil der Chip drin ist. Das ist auch eine Besonderheit. Die blinken jetzt alle, da ist kein Fahrchip drin. Und jetzt habe ich einen Chip reingemacht, ja gerade. Dann sieht man die Unterbodenbeleuchtung natürlich. Wenn ich jetzt auf dem Gas treten würde, aber dann fährt der ja leider los, dann würde das Licht anbleiben, so wie bei den Autos jetzt, die da fahren. Ne? Auf jeden Fall sehr sportlich, denke ich mal, eine schöne Form. Sehr edel ein bisschen auch und sehr schnittig. Hier alles schön, die Sitze sehr gut.
was soll ich sonst noch erzählen zu dem Auto? Außer, dass ich das selber sehr, sehr schön finde. Dass ihr das komplette Programm für die Lichter und die Installation selbst in die Hand genommen habt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das trifft zu. Mein Vater war früher für die Lichttechnik zuständig. Und da wir jetzt mal in die Zukunft schauen, LED ist eine neue Technik, das mache ich dann mal. Wie lange haben Sie denn dafür gebraucht? Ja, das hat schon seine Zeit gedauert, weil man musste Löcher neu aufbohren und alles einschrauben und verkabeln. Die ganzen, ja, ungefähr so 2 Monate. Und woher können Sie programmieren? Ja, Programmieren habe ich mir selber beigebracht. Das ist mal gesehen, von einem Freund gefragt, der das konnte. Ja, und dadurch halt dann programmiert und mal geguckt, was dabei rauskommt. Ja. Und was war aufwendiger im Endeffekt? Zu programmieren oder die Lichter anzubringen? Was war aufwendiger, die Lichter anzubringen oder zu programmieren? Das Programmieren. Und anbringen, das war einfach, aber nachher kleine Fehler ausmerzen, weil die schleichen sich nun mal ein bei so einem großen Projekt. Und da sucht man schon etwas länger dann. Wie lange hat das gebraucht, bis es komplett fertig war? Bis es komplett fertig war, 2,5 Monate. Also die 2 Monate und eine Woche, sagen wir mal so. Und wie viele Lampen haben Sie jetzt insgesamt verbaut? Wissen Sie das? Ja, 1480. Wie viele Ionen sind das? Dioden haben wir pro Lampe 6. Das sind ungefähr 8880. Und die Lichter unter den Autoscootern, haben Sie die auch angebracht? Nein, die waren vom Werk ab drinne. Die werden so gekauft. Aber passt wunderbar, weil LED passt zu LED wunderbar. Ja. Und Sie fahren wahrscheinlich auch sehr gerne Autoscooter. Logisch, sonst wäre nicht mein Geschäft, also aber ja. Vater.